hier was die Malen und grüß euch die Buben. Jo Freunde, endlich einmal wieder unterwegs. Wir haben im Augenblick schon 3:15. Ja, ihr wisst ja, ich baue daheim um. Hab heute noch das Wohnzimmer das zweite Mal gestrichen und bin jetzt vor einer Stunde fertig geworden und da dachte ich mir, der Tag ist so schön. Das nutze ich einmal kurz aus und ziehe schon mal wieder raus, ein bisschen zum Runterkommen und Relaxen. Ja, bin hier neben der Leiter, das Gebiet werde ich wahrscheinlich kennen, wollte auch nicht allzu weit wegfahren. Und wie ich da feststellen muss, da ist ganz schön geholzt worden, aber ja, ist halt so. Ich werde da jetzt neben der Leiter noch ein Stück entlang gehen, ein bisschen, wie gesagt, zum Relaxen und ein bisschen zum Runterkommen. Und ich denke, ihr seid ja sowieso dabei, also dann gehen wir es einmal wieder an. Auch hier etwas wenig Wasser herinnen, also nicht übermäßig. Und da hinten weiß ich nicht, wo ich das erkennen kann mit der Actioncam. Auch gefällte Bäume, also die haben da ganz schön gewütet. Ja, weiter. Ah, ich schaue doch jetzt einmal Richtung Bunker nach hinten. Ja, wenigstens ein Highlight des Tages. Ah, da bin ich jetzt beim Bunker angelangt. Das Tor steht offen, aber ich werde es hineinschauen, aber filmen wird nicht viel Sinn haben, weil mit dem Licht, was ich dabei habe, das ist zum Vergessen. Da verlinke ich euch lieber das Video von Thomas, wie ich da schon drinnen war. Da sieht man mehr dann. Ja, hier sieht man auch noch eine Schießscharte, ist das sicher. Da unten ist der Eingang, aber das steht alles unter Wasser. Und da hat man den Blick gehabt aufs freie Feld, also freie Schussbahn. Werde ich einmal hier neben den Zaun etwas weiter gehen. Mal schauen, wo es da hingeht. Okay, da hinten sehe ich noch einen Betonklotz, den schauen wir uns auch noch näher an. Okay, jetzt sind wir bei dem Betonklotz. Keine Ahnung, was das sein soll. Ah, ich denke, das wird auch sein Schießstand gewesen sein. Da fehlt wahrscheinlich hier drauf nur der Deckel. Ja, da ist der Zugang. Aber auch hier alles unter Wasser. Ja. Ja klar, das Teil ist bombendicht. Aber ihr Weg geht hier noch weiter, da schauen wir noch einmal. Aber ich glaube, da erwarte ich mir jetzt nichts mehr da hinten. Und vielleicht so ein kleiner Trampelpfad für Angler. Und andere Lügner sein. Okay, das Wegel wird zum Pfad. Quasi nicht mehr Schleichwegel. Ja, da hinten geht es definitiv dann nicht mehr weiter. Aber ich habe gesehen, hier oben wäre ein Weg, weil das ganze Retour gehen
will ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Schauen wir mal, wo ich da hinkomme. Ah, ich bin hier mitten im freien Feld. Ja, gehen wir da entlang, da können wir hin in die Richtung. Da kommen wir sicher auch zur Brücke. Ja, Freunde, Highlight ist es da leider auch ganz auf dem Weg. Aber zumindest seht ihr hier unsere großen Mercedes-Sterne, die hier im Einsatz sind. Ja, Freunde, ich werde jetzt in einen schönen Wäldchen herinnen. Hätte mir jetzt ein leckeres Käffchen machen können, aber ich glaube, das lasse ich lieber bleiben. Aus diversen Gründen. Und zwar hat es einen ganz einen triftigen Grund. Und zwar, ich habe eine Magen- und Darmspiegelung vor mir und habe seit gestern einmal Hopfenmittel in mich hineingeschoben. Und das dürfte schön langsam zur Wirkung kommen. Und da denke ich, ist ein Käffchen jetzt nicht genau das, was ich brauche, sondern eher das Gegenteil. Ja, ist so. Die Richtung habe ich jetzt mein Auto, da geht es noch ein Stückchen Weg entlang. Und dann bin ich eh gleich zu Hause und in dem Sinn werde dieses Käffchen nach getaner Arbeit oder Bedürfnis dann trinken. Ah ja, ein Stückchen noch. Dann haben wir es geschafft. Die Brücke habe ich nun hinter mir gelassen und da vorne wartet schon meine Droschke. Ja, Freunde, das war's von der kurzen Tour. War zwar nichts Besonderes, hat es auch kein Käffchen gegeben, aber ich bin jetzt am Weg nach heim. Ja, ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und man sieht sich beim nächsten Mal. Und servus die Malen und pfiat euch die Buben.